Oh, was für ein leckeres Macaron. Mm. Ich weiß gar nicht, was besser schmecken könnte. Mm. Macht euch keine Sorgen. Gefällt euch das mehr? Eine riesige Torte. Um einiges besser. Ich spüre schon, wie gut die riecht. Und die sieht appetitlich aus. Ihr habt genau eine Minute, um diese Torte zu malen. Wer das schönste Bild malt, gewinnt die Torte. Das werde sicher ich sein. Ich brauche eben spezielle Farben. Yes! Es kann losgehen. Yeah! Mann, jetzt hat sie eine Chance. Das gefällt mir gar nicht. Was? Wieso könnt ihr alle hier so gut malen? Aber ich habe auch einen Plan. Emma, schau mich an. Was ist das für ein Ungeheuer? Oh mein Gott. Na also. Jetzt gehört die Torte bei mir. Meine Damen, die Zeit ist um. Zeigt mal her. Meins ist sicher am schönsten. So, so. Tatsächlich recht originell. Ein Meisterwerk, eindeutig. Monika hat diesen Wettkampf gewonnen. Hab ich's doch gewusst. Ja und? Dafür kann ich meine Farben essen. Was war mit mir? Was? Monika ist eine Diebin. Okay, ich hab eine Idee. Deine Torte landet dann direkt in deinem Gesicht. Armer Sack, aber ich musste mich rächen. Monika, du hast richtig Glück gehabt. Oh nein, was ist los? Ich falle. Oh nein. Wie konnte das nur passieren? Dann iss doch vom Boden. Beim nächsten Mal stiehlst du mir keine Bilder mehr. Das ist voll unfair. Oh, ein Lutscher. Die Torte ist auch in Ordnung. Aber ich habe gewonnen. Was gibt's wohl diesmal? Mal sehen. Ups. Wo ist es? Ah, schaut mal her, wie das glänzt. Dieser Stein sollte euch gefallen. Oh, gar nicht schlecht. Kann ich ihn bitte haben? Oh, ist der groß. Oh ja, und wenn ihr wissen würdet, wie viel er kostet. Also gebt euch Mühe, die Zeit läuft. Ich könnte meinen Stein gebrauchen. Er ist übrigens nicht billig. Jetzt kann ich sicher gewinnen. Oh, was für ein toller Stein. Wenn vor allem Zack ihn mir schenken könnte. Für Zack tue ich alles. Oh, die macht das ja wirklich gut. Ich muss was unternehmen. Sorry, Mädels, aber der Ring ist es wert. Oh, was ist los? Wo kommt das Licht her? Ich sehe nichts. Wieso ist es so dunkel? Okay, das ist meine Chance. Der Stein gehört so gut wie mir. Die Zeit ist um. Zeigt eure Bilder her. Na, endlich kann ich wieder sehen. Natürlich sind wir fertig. Susie, das ist fürchterlich. No. Ich hatte es auf dieses billige Ding eh nicht abgesehen. Monika, naja. Danke, Liebling. Emma, das ist recht gut. Wunderbar. Freut mich. Jetzt muss ich mich entscheiden. Monikas Bild finde ich besser. Monika hat gewonnen. Hurra, ich hab's gewusst. Danke, Liebling. Danke dir. Wie unfair. Wow. Hier ist doch was faul. Oh, der Ring passt mir perfekt. Sag, ich komme schon. Was? Wohin? Lass mich in Ruhe, Monika. Wo willst du denn hin? Ach, die ist ja gruselig und seltsam. Diesmal gibt's dieses Schokoei hier.
Und da verbirgt sich eine Überraschung drin. Wow. Oh, wie lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Yay. Ihr seid bereit? Dann fangt an. Yeah. Los geht's. Hurra. Zeit für meine Geheimwaffe. Mit den Händen male ich noch immer am besten. Und ich im Gegensatz finde ja, je mehr Pinsel, desto besser. Ich male wie Wolverine. Gib mir das Ei. Danke. Genau rechtzeitig. Dank dir wird mein Bild perfekt sein. Ich muss es nur schnell umranden. Tada! Boah, was ist passiert? Was erlaubt die sich? Mein Bild! Es ist endgültig ruiniert. Na warte, Susi. Die Zeit ist um. Zeigt eure Bilder. Susi, dein Bild ist recht anständig. Ich weiß. Monika, was hast du denn da? Sieht ganz schön schlimm aus. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Emma, mit was hast du denn gemalt? Das war ich nicht. Ich kann nichts dafür. Wie auch immer, Susi gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin bereit. Das wird sicher lecker. Mm. Oh je. Monika, nimm du das. Gerne. Oh nein, Emma, nimm du. Gerne doch. Oh nein. Was soll das denn? Ist das eine Überraschung? Oh Gott. Wo ist unser Preis? Ich komme schon. Macht euch bereit. Hier bin ich. Euer Preis ist ein Astronautenhelm. Glaub mir, der ist mega cool. Tatsächlich? Damit könnten wir ins All fliegen. Und uns die Sterne ansehen. Die Zeit läuft ab jetzt. Ja. Los geht's. Pinsel? Nein. Ich nehme mir eine Feder. Die wird mein Bild edler machen. Ich würde mit Zack selbst ins All fliegen. Oh, ist das schön hier? So romantisch. Was soll das? Ich muss wohl geträumt haben. Schon wieder. Wo kommen die Geräusche her? Oh no! Ich wusste doch, dass sie kommen würden. Entdeckung. Ich habe keine Lust mehr, ins All zu fliegen. Die Zeit ist um. Zeigt eure Bilder. Susi, bravo. Das ist einfach nur genial. Monika, was hast du? Du schon wieder. Aber ich liebe dich. Alles klar. Emma, was hast du? Was soll der Fleck? Das war aus Versehen. Also gewinnt Susi. Applaus. Ich wusste doch, dass ich gewinnen kann. Gib mir den Helm. Na, gerne doch. Na dann, guten Flug. Hoffentlich wird die nicht von Aliens überfallen. What? Help! Oh, ich hab euch ja ganz vergessen. Pardon. Ein Cola-Springbrunnen. Wie cool. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aha. Na dann, fangt mal an. Der Preis ist den Aufwand wert. Ich weiß, wie ich das schaffen kann. Ich male einfach mit Cola. Sollte glaubwürdig aussehen. Wow, das ist ja eine geniale Idee. Aber auch ein genialer Plan kann daneben gehen. Ich muss nur noch Lilly loswerden. Mhm.
Meine Farben sind verschwunden. Was soll ich jetzt machen? Ich werde wohl damit malen, was geblieben ist. Eure Zeit ist um. Stopp! Emma, das ist doch ein leeres Blatt. Das zählt nicht. Ein grüner Springbrunnen sieht einfach seltsam aus. Oh. Bella, dein Bild ist klasse. Du bist meine beste Schülerin. Oh, yes. Bye-bye. Gut gemacht. Oh. Glückwunsch. Jetzt gehört der Springbrunnen mir. Super. Ich beneide sie ein wenig. Mach dir nichts raus. Wir werden auch Cola trinken. Oh, gute Idee. Wow. Da trinkt jemand aus meinem Springbrunnen. Ich habe keine Ahnung, wer das sein kann. Na gut, ich trinke dann beim nächsten Mal. Vor euch steht der Gott der Malerei. Oh, wow, das ist der Hammer von Thor. Genau, und den sollt ihr diesmal malen. Mhm. Er sieht so toll aus. Ich habe auch schon einen Plan. Ich umrande einfach eine kleine Kopie davon. Wow. Ich schaffe das auch selber. Ich würde euch raten, Gas zu geben. Spannt mich nicht auf die Folter. Ich sehe, Emma wurde schneller. Für den Preis würde ich alles geben. Ich bin fertig. Emma, schau mal, was ist das? Ich tausche so lange die Bilder um. Die Zeit ist um. Zeigt mal her. Ich bin mir sicher, ich bin die Beste. Aber das ist doch gar nicht mein Bild. Meins vielleicht? Mhm. Der Gewinner ist offensichtlich. Lili, du bist es. Dein Bild ist genial, allerhand. Hol dir deinen Preis. Wow. Danke an alle. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber den Armer kann nur der Sieger eben. Und das bin ich. Weil das beste Bild mir gehört. Das beweise ich euch gleich. Lilly, mach mal Platz hier. Es hat geklappt. Na gut, war ja eh nicht so wichtig. Mädels, streitet euch nicht. Hier kommt auch schon der dritte Preis. Wo kommt dieser Gestank her? Wie fürchterlich. Oh, no. Darf ich bitten? Französischer Schimmelkäse. No. Eine Delikatesse vom Feinsten. Darum werde ich sicher nicht kämpfen. Ich mal was Schlimmes und werde verlieren. Das wird die einfachste Runde überhaupt sein. Ich will mir Mühe geben. Lili, wieso machst du das? Ich weiß auch nicht. Ist von selber passiert. Aber ich kann noch alles ruinieren. Ups, ich bin so tollpatschig. Ha. Du hast mich auf eine gute Idee gebracht. Danke. Was macht Bella? What? Ich male. Oder eher, ich bin schon fertig. Okay, der Sand ist unten. Ich habe sicher nicht vor zu gewinnen. Mein Bild ist voller Farbe. Mein Punkt sieht gar nicht aus wie ein Stück Käse. Bella, du hast Unrecht. Das ist doch Minimalismus. Ich hasse Käse.
er ist auch noch so widerlich. Boah, Bella, mein Beileid. Mademoiselle, aufgepasst. Ich hab etwas Besonderes für euch. Einen riesigen Koffer mit Schminke. Finger weg. Zuerst sollt ihr das malen. Ich wollte ihn doch nur anfassen. Mir gefällt der Preis. Ich könnte alles tun, um ihn zu gewinnen. Freu dich nicht zu früh. Ich habe sicher nicht vor zu verlieren. Das wird sicher nicht einfach sein, aber Hauptsache, ich fange an. Bella scheint mit ihrer Arbeit nicht gerade zufrieden zu sein. Ihr könnt so gemein sein, aber ihr werdet noch sehen, ich mache was Besonderes. Ich sehe nichts. Ich wurde geblendet. Was war das? Fotografieren ist verboten. Hast du verdient, Bella? Du wolltest mogeln. Vergiss es. Nur noch wenige Sekunden. So, Pinsel weg. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Aber Lillys Bild gefällt mir besser. Ich habe gewonnen! Hurra! Glückwunsch. Von dem Ding habe ich geträumt. Was für eine breite Auswahl. Was hältst du von ein paar extra Pinseln? Lilly, dieses Grün steht dir. Eindeutig. Ich weiß doch, das habt ihr extra gemacht. Seid ihr bereit? Hier kommt das nächste Geschenk. Kopfhörer. Ich hab davon geträumt. Ich war mir sicher, dass es euch gefallen würde. Ich muss Gas geben. Heute wird mein Traum in Erfüllung gehen. Ich brauche ein richtig geniales Bild. Aha, ich hab's. Ich nehme mir einfach die Kopfhörer als Schablone und umrande sie. Sieht super aus. Ich muss Emma abhängen. Oh nein, mein Stift ist kaputt gegangen. Und der auch noch. Jetzt drück doch nicht so fest. Emma hat recht. Ich muss mich beruhigen und konzentrieren. Ich hoffe, ihr seid fertig. Wie auch immer. Stopp. Schwere Wahl. Wow. Emma, du hast gewonnen. Wow. Dankeschön. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Gib mir die Kopfhörer. Ihr, Emma. Aber wieso sind die so riesig? Ich finde, die Größe passt perfekt. Mich kriegt ihr nicht runter. Ich benutze sie einfach als Lautstärker. Gute Idee. Je näher zum Finale, desto interessanter die Preise. Was sagt ihr zu dieser Krone? Die ist einfach perfekt. Die muss mir gehören. Das werden wir gleich erfahren. Na los.
Die roten Edelsteine passen perfekt zu meinen roten Haaren. Die Krone muss mir gehören. Mit so einem Bild hast du keine Chance. Mädels, entspannt euch. Ich werde eh die Beste sein. Bella, mir machst du keine Angst. Vor allem, weil ich Glitzer habe. Die Dose werde ich nicht mehr gebrauchen. Freu dich nicht zu früh, Lilly. Meine Krone wird glaubwürdig aussehen. Na endlich, ich kann nicht mehr warten. Wir sind fertig. Schauen wir mal. Emma, tut mir leid. Aber Lillys Bild hatte mich ins Herz getroffen. Schade, dass Bellas Bild nicht mithalten kann. Lilly, du hast gewonnen. Danke, ich wusste, dass der Aufwand sich auszahlen würde. Dich krönen wir zur Königin des Abends. Danke, das ist so schön. Ich will auch die Krone. Gut, dass ich mir meine eigene gemacht habe. Aber ein Papierkleid, das wollte ich nicht unbedingt haben. Alles nur wegen deiner Papierkrone. Okay, ich bleib einfach in meinem Image. Ich finde, ich sollte anfangen. Ich bin die Hübscheste von uns allen. Hä? Was ist das denn? Ein Glas Wasser? Soll das ein Scherz sein? Ich habe keinen Plan. Mädels, ich glaube, ich hab's erraten. Wir müssen einen Teebeutel besorgen, um Tee zu machen. Hier, ich habe einen in der Tasche. Bitte sehr. Ein Teebeutel? Sowas habe ich noch nie gesehen. Benutzen das nur arme Menschen? Mal sehen, was daraus wird. Das Wasser scheint braun geworden zu sein. Es ist eine Kostprobe wert. Es schmeckt nicht gerade gut. Gefällt mir nicht. Ich werde nie wieder Tee für arme Menschen trinken. Igitt. Und dieser schreckliche Nachgeschmack. Ich muss das wegwerfen. Nein, nein, nein. Den kann man nochmal verwenden. Du meine Güte. Auf dieses Niveau werde ich mich doch nicht herablassen. Ich bin nur sparsam. Mach weiter, Bella. Oh, wow. Ich habe eine Menge Limonade. Womit soll ich anfangen? Keine Ahnung. Ich brauche einfach einen Strohhalm. Kirschcola? Wie ungewöhnlich. Schaut mal, meine Zunge hat sich gefärbt. Ziemlich cool, nicht wahr? Und jetzt auch die anderen Farben probieren. Ein echter Regenbogen? Das hebt mir die Laune. Schaut mal, jetzt habe ich eine Regenbogenzunge. Cool, nicht wahr? Keine große Sache. Das sieht toll aus. Vielen Dank, Emma. Wisst ihr, ich habe nachgedacht und beschlossen, ich muss meinen Look dringend ändern. Mal sehen, ob ich was Passendes habe. Mein persönlicher Stylist wird mir damit helfen. Mach dir keine Sorgen, Bella. Wir finden bestimmt was. Ich brauche ein buntes Outfit. Okay, Glitzer ist zu kitschig. Wir brauchen was Interessanteres. Beeil dich, probier das da an. Und ich mache dir so lange die Haare. Wow, Bella. Ich mag, was du da machst. Na also, so gefällt es mir viel, viel mehr. Kevin, vielen Dank. Mach's gut, meine Hübsche. Jetzt bist du dran, Emma. Hä? Wozu sind denn die ganzen Gläser hier? Was soll ich damit machen? Grüß Gott, kann ich behilflich sein? Das hier ist ein Sammlergetränk. Hey, das ist nicht fair. Ich hätte das bekommen sollen. Das muss ein Irrtum sein. Oh, das sieht ja schön aus. Das glitzert. Das Getränk muss ein Vermögen wert sein. Daran besteht kein Zweifel. Hey, schenk mir auch was ein. Ich bezahle dich. Tut mir leid, aber die Flasche ist bereits leer. Leider kann ich Ihnen nicht helfen. Okay, diese Kirchenmaus kann den Geschmack eines edlen Getränks eh nicht schätzen.
Zieh keine voreiligen Schlüsse. Ich will das unbedingt probieren. Nein, 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 nimm doch bloß nicht das Glas von unten. Ups, ich hätte nicht gedacht, dass die Pyramide so einfach zusammenfallen kann. Das schmeckt lecker, gefällt mir total. Wollt ihr auch was probieren? Dankeschön. Ach, was für ein Vergnügen. Ah, mir gefällt's nicht. Ladies, es geht weiter. Wir hätten es nicht überstürzen sollen. Dieser Fisch stinkt, ja? Wer isst denn sowas? Ich würde es nicht wagen, aber du solltest es probieren. Ha, wie nett von dir, Susie. Nein, tut mir leid, aber ich kann das nicht essen. Kenner! Ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie diesen Fisch essen? Ich glaube, der ist faul geworden. Aber wenn Sie mich darum bitten, kann ich natürlich absagen. Ich muss einfach so schnell wie möglich machen. Ach, kommt schon. Den Fisch kann man noch essen. Der sieht doch gut aus. Oh, wow. Das machen Sie toll. Bravo. Ich wusste, dass Sie das schaffen könnten. Vielen Dank. Das war nicht einfach. Sie haben eine Belohnung verdient. Kluger Schachzug, Bella. Gut gemacht. Mal sehen, wie du das machst. Besteck und Soßen? Was soll das denn bedeuten? Bitte sehr, Ihr Fischsteak ist fertig. Oh, vielen Dank, das sieht richtig appetitlich aus. Das Besteck wird nützlich sein. Ich will sofort mein göttliches Gericht probieren. Der Chefkoch hat eine großartige Arbeit geleistet. Sowas nenne ich Haute Cuisine. Ah, tut mir leid, aber das hat mich total umgehauen. Ich muss das alles so schnell wie möglich aufessen. Wunderbar. Sowas habe ich von ihr nicht erwartet. Susie, du machst mir Angst. Ich esse gerne. Kann ich Ihnen den Teller nehmen? Ich bin sprachlos. Emma, mach du weiter. Ist das ein Gericht? Das ist doch im Aquarium drin. Ich will doch keinen lebendigen Fisch essen. Du musst es aber, das sind die Regeln. Ich habe eine bessere Idee. Ich meine, wenn ihr darauf besteht, kann ich diesen Fisch sofort essen. Oh mein Gott, ich kann gar nicht hinschauen. Armer Fisch, der hat das nicht verdient. Na endlich schauen die nicht hin. Komm mal her, ich muss dich retten. Das war's, großartig. Jetzt werde ich dich verstecken. Und die sollen denken, ich habe dich aufgegessen. Sie hat es wirklich geschafft. Ah, der war köstlich. Mörder. Hey, wo bleibt unser Essen? Es ist doch unanständig, uns so lange warten zu lassen. Oh, hallo, wer sind Sie denn? Ich mache keinen Hehl daraus, Bella. Ich mag dich sehr. Ich will dir einen Antrag machen. Nimm diesen Ring an. Oh, wie unerwartet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber der Ring sieht wunderschön aus, nicht wahr? Dummerchen, das ist kein Diamant. Das ist nur Karamell. Du bist doch bloß neidisch auf mich, Susie. Emma, was hältst du davon? Super, sowas habe ich noch nie gesehen. Oh, das riecht ja süß. Ich will was probieren. Na, habe ich's dir doch gesagt. Schau mal, Bella. Was erlaubst du dir, Emma? Wieso leckst du meinen Ring? Na, weil er lecker ist. Jetzt muss ich ihn wegwerfen. Ist doch voller Spucke hier. Wie konntest du das tun, Bella? Ich hab gedacht, wir werden zusammen sein. Du hast mir das Herz gebrochen. Bitte geh nicht weg. Da hat sich wohl jemand gerade das Privatleben ruiniert. Du sagst es. Hallo, Liebling. Na, endlich habe ich dich gefunden. Lass mich in Ruhe. Wag es ja nicht, mich anzufassen. Susie hatte kein Glück mit ihrem Verehrer. Ich will dir diesen Ring als Zeichen unserer ewigen Liebe schenken und natürlich Blumen. Das ist doch kein Ring. Du hast mir nur den Finger mit einem Filzstift bekleckert. Ich brauche Hilfe. Können Sie ihn bitte wegbringen? Was wird mit unserer Liebe? Na, endlich bin ich den los. Hübsche Damen, gestehen Sie, wer von Ihnen ist Emma? Ich muss meine Prinzessin sehen. Aha, der wollte doch Bella sagen.
Nein, nein, ich meine Emma und nur Emma. Oh, da ist sie ja, meine Göttin. Du meinst mich? Soll das ein Scherz sein? Ich wusste immer, dass ich einen Prinzen heiraten würde. Ich schenke dir diesen Diamantenring. Probier ihn an. Ja, natürlich. Ich will. Wow, wie dieser Stein glitzert. Mädels, schaut mal. Der ist so ein Vermögen wert. Hier liegt doch offensichtlich ein Irrtum vor. Der Prinz konnte die doch nicht aussuchen. Gib mir den Ring. Nein, der gehört mir. Du weißt eh nicht, wie man damit umgeht. Hey, wo ist mein Ring hin? Ah, was für ein schöner Sternenhimmel. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit gegangen. Steck den Ring weg. Das ist mein Ring. Ich dachte, ich habe ihn schon verloren. Ich muss ihn wieder anziehen. Oh, ist das schön. Dieser goldene Springbrunnen, was könnte schöner sein? Wow, sieht großartig aus. Aber mein Schokobrunnen ist auch ganz nett. Du sagst es. Mein Springbrunnen kann da wohl nicht mithalten. Und ob der ist aus Pappe? Ich glaube, ich sollte anfangen. Aha, ich weiß. Ich wollte schon länger ein goldenes Handy haben. Es ist Zeit, den Traum zu verwirklichen. Wie schön. Wird das funktionieren? Ja, und ob? Es hat geklappt. Jetzt habe ich ein goldenes Handy. Fantastisch. So eins hätte ich auch gerne. Gold ist natürlich schön, aber Schokolade ist besser. Weil man die Schokolade essen kann. Schau nur, wie köstlich sie tropft. Lecker. Super, ich will auch was probieren. Hey, was ist mit meinem Brunnen passiert? Glückwunsch, du hast sie kaputt gemacht. Ich habe ganz vergessen, dass er aus Pappe ist. Ich stelle ihn wieder auf. Das ist alles Unsinn. Akzeptiert doch einfach die Tatsache, dass Schokolade am besten ist. Ihr könnt mir gerne beim Essen zuschauen. Ich habe eine bessere Idee. Ich nehme einen Strohhalm und trinke auch was von der Schokolade. Es gibt nichts besser als Schokolade. Wo ist sie hin? Susie, hast du das gemacht? Nein, ich habe meinen eigenen Brunnen. Das muss Emma gewesen sein. Genau. Sie hat Schokolade im Gesicht. Sei mir nicht böse, Bella. Ich hatte bloß Lust auf was Süßes. Es ist auch kein Grund, mir die Schokolade zu stehlen. Okay, ich werde das nie wieder tun. Oder vielleicht doch. Das war es wert. Lecker Schmecker. Super, ich habe das aufgenommen. Jetzt kann ich das online stellen. Mädels, ihr seid so witzig. Was ist das? Sieht aus wie ein Keks, aber richtig komisch. Voll süß, ich mag es. Ted, du hast es aber eilig. Holen wir uns zuerst unsere Kärtchen. Ist ja gut, wie du meinst, aber schlag mich nicht mehr. Oh Mann, ich muss meine Kekse ohne Hände schnitzen. Loser, loser, loser. Oh, das ist voll gemein, aber okay, ich schaff das trotzdem. Ihr müsst uns beeilen. Es gibt keine Minute zu verlieren. Gut, dass ich beide Hände benutzen kann. Das geht viel schneller. Das stimmt schon, aber ich kann das auch mit einer Hand machen. Beziehungsweise, ich kann einfach den Rest wegknabbern. Das schmeckt übrigens köstlich. Und was soll ich ohne Hände tun? Es scheint nur einen Ausweg zu geben. Aua, meine Stirn tut weh. Aber dafür klappt's. Ich mache einfach weiter. Das ist meine Chance. Sieht so aus, als würde Lucy vor nichts Halt machen. Ich muss mein Bestes tun. Oh nein, mein Keks ist zerbrochen. Wie denn das? Nein, das gefällt mir gar nicht. Schluss damit. Oh, diesmal haben mir nicht mal meine zwei Hände geholfen. Oh nein, ich will nicht, dass dasselbe mit mir passiert. Lucy, wir müssen weitermachen. Das war's, ich habe auch verloren. Gleich fängt's an. Boah, voll nass. Das fühlt sich furchtbar an. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Ich muss noch schnell fertig werden. Das war's, die Zeit ist um. Fantastisch, ich hab's geschafft. Ich hab gewonnen. Das ist voll ungerecht, du hast bloß Glück gehabt. Pommes mit Soße, voll toll. Na endlich kriegen wir was zu essen. Das ist meine Karte. Zwei Hände ist ja cool. Yeah. Ich habe eine bekommen, auch nicht schlecht.
aber hätte besser sein können. Oh Mann, diesmal habe ich Pech gehabt. Ich schlage vor, wir fangen an. Ich bin auch schon bereit. Ich kann es kaum erwarten, diese Pommes zu probieren. Oh nein, was sehe ich denn da? Chili-Soße? Das wird böse enden. Ich wusste doch, dass es hier irgendwo einen Haken gibt. Ich hasse scharfe Soßen. Ich reagiere sehr stark darauf. So weit, so gut. Dein Mund raucht. Und jetzt auch noch die Ohren. Kein gutes Gefühl. Ich muss sie zum Schweigen bringen. Ah, jetzt geht's mir gut. Um ehrlich zu sein, siehst du nicht gerade gut aus. Ich will mir gar nicht vorstellen, was mit uns passiert. Das mag zwar beängstigend aussehen, Susie, aber ich bin bereit, diese Soße zu probieren. Ist ja nur ein kleiner Tropfen. Glaubst du, das lasse ich durch? Auf keinen Fall, du brauchst mehr Soße. Jetzt aber guten Appetit. Du hast mein Essen verdorben, Lucy. Ich bin mir sicher, mein Kopf wird danach explodieren. Okay, ich kann eh nichts mehr tun. Wünsch mir Glück. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ekelerregend das sein muss. Jetzt geht's los. Ich fange an zu brennen. Oh nein, hier kommt das Feuer. Du meine Güte. Oh, ich mag diesen Wind hier. Wobei, nein, das wird langsam zu viel. Hör auf. Okay, jetzt geht's mir besser. Woran denkst du denn? Jetzt bist du dran. Das lässt sich nicht leugnen. So sehr ich den Moment auch aufschieben möchte, es wird Zeit, was zu tun. Na, schmeckt's dir? Richtig gut. Ich mag diese Pommes. Du hast aber die Soße völlig vergessen. Komm schon. Ah, danke, dass ihr mich dran erinnert. Dabei hat alles so gut angefangen. Lass mich dir helfen, Susie. Bitte sehr. Oh nein, das wird ganz schön scharf. Hilfe! Wow, das sieht ja schön aus. Eine echte Feuershow. Wir müssen unbedingt eine Brille anziehen. Warum sitzt ihr nur da und tut nichts? Schau mal nach oben, Susie. Oh. Ups, ich glaube, ich habe ein Loch in der Decke gemacht. Aber dafür haben wir jetzt eine wunderbare Aussicht. Was ist das denn? What the? Yeah, blöder Vogel. Das soll Glück bringen. Das ist nicht lustig. Wow, schwarzer Kaugummi. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Beeilen wir uns mal mit unserem Kärtchen. Oh ja, ich habe Glück gehabt. Das Universum hat mich gehört. Oh Mann, nur eine Hand. Wieso ist das Leben so ungerecht? Wieso muss ich ohne Hände essen? Ach, komm schon. Auf die eine oder andere Weise wird das schon gehen. Zwar werde ich mich viel wohler fühlen, denn ich darf ja mit beiden Händen essen. Wahnsinn, das riecht einfach zum Sterben gut. Ich liebe diesen Kaugummi. Ich will gleich alles auf einmal. Ted, du benimmst dich so, als hättest du noch nie Kaugummi probiert. Ich weiß einfach, wie man das Leben genießt und du nicht. Schau mal, ich mach gleich eine Blase. Oder doch nicht? Was für ein blöder Scherz. Ich rede nicht mehr mit dir. Ich werde Lucy noch eine Lektion erteilen. Ach komm schon, sei nicht beleidigt. Was hast du getan? Ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Yeah, dieser Kaugummi ist voller Sabber. Das ist voll ekelhaft. Ach komm schon, ich wollte doch nur ein bisschen Spaß machen. Jetzt bist du dran. Ich habe keinen Appetit mehr. Wie soll ich den Kaugummi öffnen? Ich kann doch meine Hand gar nicht mehr benutzen. Hilfe, ich stecke fest. Ups, das war peinlich. Na, vielen Dank, Ted. Das werde ich nie vergessen. Jetzt ist aber Susie dran. Das wird nicht einfach sein. Der Kaugummi entgleitet mir immer wieder. Wie soll ich ihn öffnen? Streng dich an, du wirst das schaffen. Oh nein, ich habe ihn in den Mülleimer geworfen. Was soll ich jetzt tun? Ich muss einfach den Atem anhalten. Vorsicht, Susie. Der ganze Müll fliegt doch in unsere Richtung. Hilfe, ich kann nichts sehen. Oh Mann, die hat ja eine Mülltonne auf dem Kopf. Was für eine Wendung. Susie, hör mir zu. Wir sind hier drüben. Gut gemacht, setz dich. Ah,
Ich hab's geschafft, den Kaugummi rauszukriegen. Und einen Haufen Müll mit dazu. Ja und, das war's wert. Köstlich. Schaut mal, das ist Fanta. Was für tolle Flaschen, super. Vergiss die Karten nicht, mal sehen. Yeah, endlich habe ich zwei Hände. Oh Mann, ich habe schon wieder nur eine. Das ist ja bereits Tradition. Sieht so aus, als müsste ich die Fanta ohne Hände trinken. Keine schlechte Idee. Versteck deine Hände, Ted. So sind die Regeln. Ja, ja, du hast recht. Klar habe ich recht. Es wird Zeit, dass ich dieses leckere Zeug hier probiere. Wie sich herausstellt, ist es richtig bequem, den Verschluss mit beiden Händen zu öffnen. Und es ist noch bequemer, die Flasche mit beiden Händen zu halten. Ist das ein toller Geschmack. Ich bin begeistert. Na, endlich habe ich meinen Durst gestillt. Oh nein, die Flasche klebt an meinen Lippen. Wow, wie witzig. Lach nicht, Ted. Susie, lass dir helfen. Oh, vielen Dank, Lucy. Du bist eine wahre Freundin. Meine Lippen sind angeschwollen. Ha, wie lustig. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht lachen. Yeah. Okay, jetzt wird es aber Zeit, dass ich mich erfrische. Ich hoffe, ich schaffe es, die Flasche mit einer Hand zu öffnen. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht hilft mir der Tisch. Nein, dieser Lifehack funktioniert nicht. Ich glaube, ich habe die Fanta zu sehr geschüttelt. Oh nein, die wird doch gleich explodieren. Hilfe! Was hast du getan, Lucy? Tut mir leid, ich wollte doch bloß die Flasche öffnen. Och, Menno, meine Limonade ist verschüttet. Jetzt habe ich nichts mehr. Das ist wohl unfair. Ich bin voll nass. Tut mir leid, aber da lässt sich nichts mehr tun. Gut, dass meine Flasche noch voll ist. Lass mich mal herausfinden, wie ich sie öffnen soll. Ich werde es mit den Zähnen versuchen. Und es hat geklappt. Jetzt trinke ich's aus. Wie machst du das? Unglaublich! Ich bin zu viel mehr fähig, wenn es um Essen oder Süßigkeiten geht. Das sieht richtig eklig aus. Ich stimme dir zu, Susie. Ihr seid doch bloß neidisch auf mich. Schaut mal, ich habe alles ausgetrunken. Das war gar nicht schwer. Diese Schokolade ist so lecker. Nein, Mary, nicht den Finger gebrauchen. Wir warten auf unsere Süßigkeiten. Oh Mann, das ist doch gar nichts Süßes. Das ist ein Kaktus. Und wieso kriegst du was Leckeres? Ja, Glück muss man haben. Ich habe Glotzer bekommen. Das ist nicht fair. Ich hingegen habe kein Problem damit. Die riechen so toll. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Ups, ich nehme mir gleich zwei. Mega lecker. Und dieses Gummiband hier ist auch noch mega lecker. Und in dem Glotzer ist auch noch Sirup drin. Ach, was du nicht sagst. Steck das Ding einfach in die Schokolade. Wie du meinst. Das wird mega köstlich. Gummibärchen mit Schokolade. Meine Lieblingskombination. Diesen Spieß habe ich beendet. Aber gut, dass ich noch ein paar habe. Die tunke ich jetzt in die Schokolade. Das sieht mega appetitlich aus. Ich werde jetzt wirklich jeden Bissen genießen. Und es ist mir egal, ob Mary was möchte oder nicht. Das sieht so köstlich aus. Das tunke ich auch noch rein. Ah, so ist gut. Und jetzt genießen. Okay, Mary, ich bin fertig. Du kannst weitermachen. Dein Gesicht ist voller Schokolade. Jetzt nicht mehr. Oh, Menno. Wobei, das kann ich noch aufessen. Na gut, sieht so aus, als müsste ich jetzt meinen Kaktus probieren. Ah, der ist ja voll stachelig. Wobei, wenn ich ihn einfach in die Schokolade tunke, vielleicht wird das das Problem lösen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da was abbeißen soll. Ich tue es noch mal rein. Was machst du da, Mary? Yeah, schau dir diese Schokokugel an. Die kann ich probieren. Richtig lecker.
Und gar nicht stachelig. Mary, ich will ja nichts sagen, aber die Stacheln sind immer noch da drin. Die könnten nicht gleich pieksen. Ich liebe es. Oh nein, was ist das? Ah, ich habe Stacheln auf der Zunge. Was soll ich denn machen? Hilfe! Na, ich habe dich doch gewarnt, Mary. Gut, dass ich eine Pinzette mit habe. Ich werde dir helfen. Sei doch vorsichtig. Du hättest vorsichtiger sein sollen beim Kaktusessen. War's das? Okay, vielen Dank. Gern geschehen. Oh, eine Banane und süße Streusel. Das sieht großartig aus. Du hast mehr Glück gehabt als ich. Roher Fisch. Oh, da war selbst der Kaktus besser. Ich beneide dich nicht. Lass mich anfangen. Na, komm mal her, du leckere Banane. Lass dich erstmal schälen. Und jetzt kann ich dich in die Schokolade tunken. Banane mit Schokolade, die beste Kombination. Wow. Ah, jetzt tunke ich dich auch noch in diese Zuckerstreusel. So ist es auch schön bunter. Und sicher auch viel, viel leckerer. Probieren wir mal. Mann, ist das toll. Gefällt mir total. So will ich von nun an meine Schokolade und meine Bananen immer essen. Das war's. Ich habe alles aufgegessen. Ah, ich habe noch ein bisschen Streusel übrig. Was passiert, wenn ich die einfach in den Schokobrunnen tue? Hui, der Brunnen sieht echt toll aus. Wow, der hat sich verwandelt. Jetzt ist er rosa. Voll cool. Aber leider denke ich nicht, dass mir das mit meinem Fisch weiterhelfen wird. Aber ich werde ihn trotzdem in die Schokolade tunken. Na, jetzt geh mal rein. Sieht schon mal ganz schön schlecht aus. Mal sehen, wie du jetzt schmeckst. Probieren wir mal. Einfach fürchterlich. Ich glaube, mir ist schlecht. Ach, das spüre ich, Kate. Ah, was könnte denn schlimmer sein als roher Fisch mit Schokolade? Arme Kate hat so viel Pech in dieser Runde. Vielleicht kann ich sie irgendwie aufmuntern. Ich hab's. Kate, hier hast du einen Strohhalm. Was soll ich damit machen? Ah, das ist eine coole Idee, Mary. Wir können die Schokolade direkt aus dem Brunnen trinken. Unglaublich lecker. Da stimme ich dir zu. Oh, wir haben die ganze Schokolade ausgetrunken. Aber dafür war das lecker. High five. Oh, wow, ist das Mais? Muss ich den etwa in die Schokolade stecken? Was ist das denn für eine unnötige Frage? Schau mal, ich habe Hubba Bubba bekommen. Die schmeckt auch so schon lecker. Und jetzt werde ich die auch noch in die Schokolade tunken. Ich bin sicher nicht in Eile. Fang an. Mal sehen. Oh, das sieht richtig lecker aus. Ich lasse die Schokolade direkt in die Packung fließen. Und jetzt schließe ich sie und schüttel sie richtig gut durch, damit das gesamte Band sich mit Schokolade bedeckt. Oh, das sieht richtig gut aus. Jetzt habe ich Schokokaugummi. Das muss ich probieren. Wow, das schmeckt unglaublich gut. Das kommt alles in den Mund. Einfach köstlich. Und jetzt wird es Zeit für eine mega große Kaugummiblase. Das war toll. Aber das war noch nicht alles. Denn ich habe noch einen zweiten Kaugummi. Ab in den Springbrunnen. Ich mache einfach genau dasselbe. Einschenken, schütteln und bewundern. Und dann natürlich mit großem Appetit genießen. Mega lecker. Oh, du isst das voll appetitlich. Und ich mag deine Kaugummiblasen. Na, schmeckt dir auch dein Mais? Ah, ich weiß noch nicht. Probieren wir mal. Ich tunke ihn einfach in die Schokolade. Vielleicht schmeckt's ja. Riecht schon mal gut. So lala. Ist zwar kein Kaktus, aber auch kein Kaugummi. Ich glaube, ich weiß, was ich mit diesem Mais anfangen kann. Einen Deckel drauflegen
Und etwas erhitzen. Wenn ich alles gut berechnet habe, kriege ich jetzt aus dem Mais leckerschmecker Schokopopcorn. Schau dir das an. Sieht das nicht gut aus, Kate? Schmeckt richtig gut. Wenn ich Popcorn habe, kann ich mir dazu auch einen Film anschauen. Ah, das ist ja eine Koch-Challenge. Ich liebe die. Mal sehen, wer gewinnen wird. Wow, jetzt will ich aber auch Popcorn. Solange Mary in das Video vertieft ist, kann ich mir das klauen. Aua, das tut weh. Ich hab dir nicht erlaubt, mein Popcorn zu essen. Schau mal, das ist voll lustig. Ja, ja, dann isst doch dein Popcorn. Oh, dieser Schokobrunnen ist einfach zu gut. Wir können nicht widerstehen. Lecker. Hier sind meine Süßigkeiten. Diesmal sind es Oreo-Kekse. Was hast du? Du hast Süßigkeiten und ich habe saure Zitronen. Ah, ich kann mir jetzt schon dein Gesicht vorstellen, wenn du die isst. Es ist nicht schwer, sich das vorzustellen. Aber ich hoffe, dass die Zitronen nicht mehr so sauer sind, wenn ich die erstmal in die Schokolade getunkt habe. Ich probiere es mal. Nein, das schmeckt immer noch sauer. Wieso habe ich so viel Pech? Keine Ahnung, frag mich nicht, Mary. Mann, ich muss noch weiter was abbeißen. Einfach in die Schokolade tucken, Augen zu und durch. Ah, das schmeckt überhaupt nicht gut. Was für ein Elend. Aber okay, ich muss mir die Augen zusammenkneifen. Und das einfach mal schaffen. Du hast recht, das sieht ganz schön blöd aus. Noch ein letzter Bissen. Nein, ich halte das nicht aus. Mary, komm schon, jetzt wein nicht. Hier hast du eine Serviette. Wisch dir das Gesicht ab. Oh, vielen Dank, Kate. Kannst du wieder zurückhaben? Nein, danke, das brauche ich nicht. Das muss ich wegschmeißen. Gut, dass ich noch diese Oreo-Kekse hier habe. Die werden mir sicher noch die Laune heben. Die Papppackung öffnen. Diese Folienpackung rausnehmen. Die auch noch öffnen. Und den Keks rausnehmen. Oh, Schokokekse mit Schokolade. Was könnte da denn besser sein? Die perfekte Schokokombo. Das ist so köstlich. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich werde alle Kekse aus der Packung nehmen und sie ordentlich zerkleinern. Da kann ich ein paar meiner Karate-Kenntnisse anwenden. So was gut. Weiter so. Kate, geht's dir gut? Absolut. Denn hier kommt die geniale Idee. Ich werde die Schokolade einfach in die Tüte gießen, ein Stäbchen reinstecken und einfrieren. Weißt du, was ich dann bekomme? Keine Ahnung, aber das sieht lecker aus. Warte mal, das kommt ins Gefrierfach. So ist gut. Schließen und abwarten. Alles klar, jetzt nehme ich das wieder raus. Ich hoffe, alles hat geklappt. Was ist das denn, Kate? Wirst du gleich sehen. Rausnehmen, Folie abziehen und voilà. Schon habe ich ein Oreo-Schoko-Eis am Stiel. Mann, ist das lecker. Und das kann ich nochmal in die Schokolade dunken. Wow. Schokoladige Schokolade in Schokolade. Ist das gut, aber irgendwie wird mir kalt. Kate, ich glaube, du steckst in Schwierigkeiten, oder? Ist die erfroren? Okay, ich muss dich dringend aufwärmen. Komm schon, du brauchst eine Decke. Ah, das Eis ist so gut. Danke, Mary. Freut mich, dir zu helfen. Oh, das sieht so appetitlich aus. Okay, du wirst eh nicht mit mir teilen. Na, wieso nicht? Wir sind doch schließlich Freunde. Oh, was ist das denn? Das sind Marshmallows. Oh, du meine Güte. Oh nee, ich habe Stinkekäse bekommen. Da habe ich aber Pech gehabt. Warte mal, ich habe eine Idee.
Ich steck mir die Marshmallows einfach in die Nase. Jetzt spüre ich deinen Gestank nicht mehr. Komm schon, iss deinen Käse, sonst ersticken wir hier alle. Ach, wieso muss ich das essen? Dazu habe ich überhaupt keine Lust. Ich hoffe, dass wenn ich den Käse erstmal in die Schokolade getunkt habe, er nicht mehr so grausam ist. Wobei, da hat sich echt nichts verändert, oder? Ich probiere mal ein Stückchen. Oh, das ist richtig eklig. Wer hat sich überhaupt diesen Käse ausgedacht? Wieso ist er so schimmelig, so gammelig und so eklig? Ups, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Was für ein Gestank. Jetzt brauche ich aber richtig dringend was Leckeres. Ah, Schokolade. Genau das, was ich brauche. So ist gut. Jetzt bin ich total schmutzig. Ich brauche einen Lappen oder so. Hey, Kate, das ist mein T-Shirt. Dafür hättest du auch dein T-Shirt benutzen können. Kate, das geht doch nicht so. Ach, wirklich? Hast du was dagegen? Warte mal, du hast auch noch Marshmallows. Ah ja, genau. Danke, dass du mich dran erinnerst. Diesen Spieß tunke ich in die Schokolade. Wie lecker. Ich liebe es. Und nochmal reintunken. Einfach unglaublich gut. Mann, davon möchte ich auch was probieren. Tut mir leid, Kate, aber das schmeckt viel zu gut. Das gehört mir alleine. Echt der Hammer. Oh, hier ist ja noch ein Marshmallow-Stück. Warte mal. Dich kriege ich noch. En garde, Mary. Na, warte. Mich wirst du nicht besiegen. Da bin ich aber anderer Meinung. Ha, jetzt gehört dieser Marshmallow mir. Oh, das schmeckt echt gut. Ha, wie auch immer. Oh, ich habe ja diese Marshmallows ganz vergessen. Die kann ich einfach aus der Nase rausnehmen und noch essen. Riechen gut. Mary, die hattest du doch in der Nase. Ja und? Die sind trotzdem lecker geblieben. Nächste Runde. Und Emma zieht schon wieder die Arschkarte. Scheint wohl nicht wirklich ihr Tag heute zu sein. Ein quadratisches Eis, eine runde Wassermelone und ein dreieckiges Stück Chili. Ich muss mich dringend abkühlen. Ich brauche was von dem Eis. Ist das lecker? Endlich habe ich alle Kerne entfernt. Und kann es genießen. Mann, ist das scharf. Ein zweiter Bissen. Okay, es wird langsam besser. Oh, Gott sei Dank. Oh, das ist nicht auszuhalten. Oh Mann, mein Gehirn ist eingefroren. Das ist unmöglich. Du hast nämlich kein Gehirn. Leute, ich bin wieder zurück. Obwohl, nein, ich glaube, ich warte erst mal. Oh Mann, schon wieder habe ich Pech gehabt. Nächste Runde und diesmal hat Andy Probleme. Ganz eindeutig. Lilly freut sich über ihren Burger. Emma über ihre Maischips. Nachos. Mann, Schnellnudeln. Und zwar trocken. Da kann man sich ja die Zähne brechen. Mein Burger ist so lecker und saftig. Er zergeht nur so auf der Zunge. Oh Mann, ich glaube, ich habe mein Gebiss verstaucht. Hilfe! Okay, gleich viel, viel besser. Was soll ich bloß damit anfangen?
Geht's so vielleicht besser? Nein, ganz und gar nicht. Oh, ich liebe dich, du Burger. Noch ein Stück und noch eins. Und ihr kommt auch noch her? Und ich hab gewonnen. Wow! Na, endlich bin ich auch mal Sieger. Nächste Runde und wir haben Gleichstand. Eine Torte, Kekse und eine Zwiebel. Ich glaube, der Outsider ist offensichtlich. Lecker. Mmh. Ich liebe Kekse. Oh mein Gott. Mmh. Ich liebe diese Runde. Oh, ich habe eine Idee. Zu Emmas Lächeln fehlen ein paar Tränen. Einfach fantastisch. Oh ja, absolut fantastisch. Ih, was soll das denn? Lilly! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du wirst eh nichts beweisen können. Ich habe noch eine Idee. Ich weiß, wie man Zwiebeln essen kann, ohne zu weinen. Und jetzt schnell abtauchen. Genau so. Und noch mehr. Die Kekse sind alle und ich habe schon wieder gewonnen. Warum habe ich nur so gelitten? Mann, mir ging's auch nicht viel besser. Von nun an werde ich immer gewinnen. Ihr könnt jetzt gleich aufgeben. Hurra! Dann fangen wir mal an. Meine Lieblingskekse, ich liebe euch so sehr. Frische Früchte sind immer was Schönes. Das werde ich genießen. Meine Lieblingskekse. Aufmachen und lecken. Und noch mehr lecken. Wie kann man Brot ohne alles essen? Das schmeckt doch ganz und gar nicht. Schnell Gas geben. Hurra, ich habe gewonnen. Mann, du hast mir meinen Titel geklaut. Ich glaube, ich habe den Prozess so sehr genossen, dass ich vergessen habe, schnell zu sein. Aber was ist das denn? Was ist los? Ich habe vergessen, dass ich auf Früchte allergisch bin. Ich hätte langsamer sein müssen. Oh Mann, du hast tatsächlich deine Allergie vergessen. Nächste Runde. Lime, etwas Süßes und eine Karotte. Aber Emmy hat nichts dagegen. Sie hat nämlich keine Allergie auf Karotten. Wie ist das sauer? Meine Güte. Ich frage mich, wer sowas mag. Das ist ja unmachbar. Njam, njam, njam. Ich frag mich, wieso ich Karotten so sehr mag. Vielleicht war ich früher ja ein Hase. Oh, wie viel soll ich noch davon essen? Noch ein bisschen. Ich bin fast fertig. Ich brauch was Süßes. Vergiss es, Lilly. Andy wird dir sicher nichts abgeben. Und ich habe auch schon wieder gewonnen. Was? Das kann nicht sein. Ich habe doch alles aufgegessen. Schau, aber nicht ganz alles. Das hier hättest du nicht übrig lassen dürfen.
Und was kriegen unsere Freunde diesmal? Wow! Lilly, einen Granatapfel, Schokolade für Andy und ein Brötchen für Emma. Scheint, als seien alle zufrieden. Sieht fabelhaft aus. Lecker Schmecker. Ich liebe Schokolade. Wie soll ich das hier aufkriegen? Ich werde noch verlieren. Ich muss Gas geben. Okay, noch schneller. Gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Sieht nach Gleichstand aus und Lilly verliert. Schau, wie das geht. Frisch gepresster Granatapfelsaft. Das ist das Beste, was du aus der Frucht machen kannst. Genieß es. Und der Geruch erst. Und der Geschmack. Ah. Danke, Andy. Scheinen alle zufrieden zu sein. Also geht's weiter. Sandwich. Passt perfekt, denn ich habe schon wieder Hunger bekommen. Ein Stück Salami, was hätte besser sein können? Ich frage mich, ob der Autor dieser Challenge weiß, dass ich Omelette hasse. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Gleich viel, viel besser. Was? Honig? Honig? Ich auch. Was ist los hier? Schmeckt das lecker. Na gut, dann probieren wir halt den Honig. Das ist wirklich seltsam. Also, so wirklich tut das nicht schmecken. Was für eine leckere Runde. Unsere Freunde freuen sich total. Ein Lutscher, Sushi und Schokolade. Was hätte besser sein können? Wow! Yeah! Der Kampf kann beginnen. Super Runde. Voll toll. Und das zweite Stäbchen? Ah, okay, das schaffe ich auch so. Sieht aus wie ein Lutscher. Aber wen interessiert das schon? Ich glaube, in dieser Runde sind alle glücklich. Alle scheinen es zu genießen. Ich muss schneller lutschen. Oh nein, ich verliere. Wie konnte ich nur? Oh Mann, ich habe schon wieder verloren. Und wir sind im Finale angelangt. Was wird es diesmal sein? Ein Dessert vielleicht? Gummibärchen? Ein Gelee? Und Pizza. Die Runde ist ja noch cooler als die letzte. Und nur Andy scheint nicht zufrieden zu sein. Dann wollen wir mal. Ich frag mich, ob man Gelee überhaupt kauen kann. Gar nicht so schlecht. Und ich musste schon wieder was Scharfes bekommen. Schon wieder so viel Chili. Wieso gerade ich? Schneller, noch schneller. Kauen, 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 kauen. Diesmal will ich gewinnen. Ich könnte etwas Eis vertragen. Lilly, Emma, ihr braucht euch keine Mühe mehr zu geben. Wie hat ihr das geschafft? Oh Mann, all mein Leid war umsonst.
Einen Applaus für den einzig wahren Sieger. Danke, danke, danke.